Hallo ihr Lieben und willkommen zu Hause bei Lara. Ich probiere mal ein ganz neues Format aus, auch jetzt vom Hochkant her. Habe ich mein Handy geschnappt und erzähle euch mal was. Wie ihr seht, ich bin gerade beim Ausmisten von meiner Küche. Ich mache ja die KonMari-Methode und ich muss leider sagen, ich bin gescheitert. Ich werde die KonMari-Methode nicht erfolgreich abschließen können. Aus dem ersten Grund, innerhalb von einem halben Jahr. Nee, es ist jetzt Ende Mai, ich habe Ende Oktober angefangen und ich bin noch nicht fertig. Ich bin bei weitem noch nicht fertig. Die Garage müsste ich auch noch machen, Dachboden. Es wird auf jeden Fall mir nicht gelingen, es in einem halben Jahr abzuschließen, das, die KonMari-Methode. Dann soll man zuerst ausmisten und dann einräumen. Ja, ihr seht schon, ich fange an einzuräumen und ich habe hier auch schon die Kiste eingeräumt und ja, es ist noch so viel. Aber ich habe das schon mal gemacht. Ich habe schon mal die Küche ausgemistet. Die, die mir länger folgen, kennen vielleicht dieses Video. Ich verlinke es euch auch nochmal. Ich habe die Küche schon mal in einer Nachtaktion ausgemistet. Damals habe ich es nicht komplett geschafft. Es ist einfach viel. Ich meine, hier, schaut euch mal an, ich habe eine riesige Küche, hier sind noch übelste Vorratsschränke, weil ich habe jetzt keine Vorratskammer. Das ist alles hier und dachte ich, nee, nochmal alles nicht. Ich wollte erstmal so ein bisschen den Plastikkram, weil da will ich echt ein bisschen was entsorgen. Ich habe ein bisschen zu viel Tupper und Co. Ja, aber ich schaffe es nicht. Es wird nicht perfekt. Das ist nämlich auch eine... Der Punkt bei Marie Kondo, es soll perfekt werden, damit man es nicht noch einmal machen muss. Also dieses grundlegende Ausmisten soll man dann nie wieder im Leben machen, wenn man es perfekt macht. Das schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Die Perfektion erreiche ich einfach nicht. Ich weiß, dass es immer wieder vorkommen wird, dass ich die Küche ausmisten werde. Es kommt immer mal was dazu. Es sind Geschenke und ja, es sind dann doch... Spontankäufe oder keine Ahnung. Ich versuche mich ja wirklich zurückzuhalten bei Neuanschaffungen. Also ich finde an sich die Methode Marie Kondo, also die KonMari-Methode von Marie Kondo, die ist super. Sie hat mein Leben verändert. Das kann ich auch sagen. Aber so von ihren Vorgaben werde ich scheitern. Oder ich bin schon gescheitert. Ja. Ein Grund, warum ich es nicht in diesem halben Jahr geschafft habe, ist, ich bin nähsüchtig geworden. Genäht habe ich ja wirklich schon immer, aber jetzt so richtig, dass ich auf die verrückte Idee gekommen bin. Ich melde ein Kleingewerbe an und nähe auch für andere. Ich liebe es. Das ist wirklich durch das Aufräumen gekommen. Und zwar schon, als ich die Papiere ausgemistet habe. Das war auch eine Aktion, davon habe ich zwei Videos gemacht. Also das war so eine große Aktion, dass es zwei Videos gefüllt hat, verlinke ich euch auch. Und nachdem ich diesen Papierkram aus meinem Büro, aus meinem Nähzimmer verbannt habe, hat das irgendwas gemacht. Und ich habe genäht und genäht und es geliebt. Und jetzt will ich mehr nähen. Und ja, ich habe jetzt ein Kleingewerbe angemeldet. Ich habe einen kleinen Etsy-Shop gefüllt und hoffe, dass das was wird. Ja, weil ich es wirklich liebe und es hat mir das Ausmisten dann doch ein bisschen gezeigt, dass das meine Liebe ist, das Nähen. Mal schauen, ob es läuft. Ja, ich habe jetzt mit der Küche weitergemacht. Ich habe wirklich, keine Ahnung, wann habe ich das letzte Mal Marie Kondo gemacht? Ist schon ein bisschen länger her. Ich habe jetzt mich an die Küche gesetzt, damit ich mich ablenke. Mein Etsy-Shop ist jetzt seit einer Woche online. Und ich sitze auf heißen Kohlen und warte, dass jemand was bestellt. Ich habe schon die erste Bestellung. Ich bin so glücklich und ich bin auch so froh, dass ich eine Bestellung hatte. Sonst wäre ich schon jetzt verzweifelt. Aber ich muss Geduld haben. Das wird schon. Ich muss dem Zeit lassen. Also eine Woche ist ja nichts. Ich bin ja ganz neu auf Etsy und überhaupt das so auch zu präsentieren. Ja, Produktfotos sind auch eine schwierige Sache, das so zu machen, dass es gleich beim ersten Blick beeindruckt. Ich werde mich noch machen, ich bin noch optimistisch, aber ich darf nicht die ganze Zeit um dieses Thema kreisen. Deswegen müsste ich aus. Genau.
Jetzt wisst ihr Bescheid. Und das wollte ich euch erzählen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir in meinem Etsy-Shop mal vorbeischaut. Ja, Eigenwerbung, Werbung, Werbung, muss ich ja sagen. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Ich werde bald die 1000 Abonnenten knacken. Bin kurz davor. Also, mal schauen, vielleicht nächsten Monat oder so. Und da werde ich auf jeden Fall eine Verlosung machen. Also abonniert gerne den Kanal, damit du mit beiträgst, dass ich die 1000 Abonnenten knacke. Und dann werde ich was für euch nähen. Ihr könnt euch dann was aus meinem Etsy-Shop aussuchen. Und ja, ich nähe es für euch so. Aber nicht, wenn ihr es dort bestellt. Ihr müsst dann, ich erkläre es dann, wenn es soweit ist. Ihr könnt natürlich auch jetzt so bestellen. Ich bin jetzt aufgeregt. Aber das Gewinnspiel, das mache ich dann, wenn ich die 1000 geknackt habe. Also abonnieren, abonnieren. Und dann macht ihr natürlich über die Kommentare mit, ist ja klar. Aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so weit ausbreiten. Ich freue mich, dass du zugeschaut hast. Und vielleicht lass mir einen Daumen da, wenn dir dieses Format gefallen hat. Vielleicht mache ich öfters solche spontanen Videos. Einfach mal schnell auf dem Handy und lad sie hoch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns in einem anderen Video wiedersehen. Ciao!